Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Tag 3 hier auf meiner Rundreise durchs Emsland. Das war jetzt der Campingplatz hier in Hede und man sieht heute Morgen noch richtig diesig. Schon fast hier Nebelschein, wir fahren noch am Fahrrad. Nein, jedenfalls der Campingplatz in Hede tippitoppi. 10 Euro hat das Ganze gekostet. Duschen kostet dann, wenn man warm duschen möchte, 1 Euro extra, finde ich völlig okay. Dann kam abends der, als der Besitzer vom Campingplatz, hat seine Runde gemacht, sich mit jedem, der neu war, noch mal kurz unterhalten. Auch ganz nett. Und was ich auch ganz toll fand, ich habe jemanden von euch getroffen sozusagen. Ich bin angesprochen worden, hat mich jemand erkannt, habe ich jetzt aber nicht gefilmt. Ich glaube, das war auch in seinem Interesse. Darum sage ich jetzt auch nicht hier, wer es war. Ich grüße dich ganz herzlich nochmal von dieser Stelle. Und der ist halt unterwegs hier auf dem Emsradweg. Und wir haben noch uns nett unterhalten den letzten Abend. Ja, und ich muss mal schauen jetzt hier, wo ich abbiegen muss. Links geht's lang. Und das ist auch wieder Emsradweg hier. Und da vorne ist die Ems. Und ich mache mich jetzt erstmal auf Richtung Papenburg und Richtung Bäcker. Ja, die Aussicht, das kann ich mir heute Morgen, glaube ich, sparen hier. Sonst bestimmt wunderschön. Wäsche ist natürlich nicht trocken geworden. Da warte ich, bis die Sonne richtig draußen ist und dann hänge ich die einfach irgendwie an den Kalle. Dann schaue ich mal, ob er auch als Wäschetrockner zu gebrauchen ist. Ich habe mal kurz angehalten hier, weil das Bild finde ich schon fast gemalt. Da oben die Sonne, die durch den Nebel kommt, dann die Bäume, so ein bisschen diesig, die Ems. Ich kann mich ja immer wieder für so alte Gemäuer begeistern. Und die Kirche hier in Rehde ist gerade so einfach aus dem Nebel aufgetaucht. War echt schön. Ich finde es aber toll. Guck mal, die Kirche hat es verdient, dass ich auch mal anhalte und eine ruhige Aufnahme mache. Aber eigentlich bin ich angehalten, weil es hier vorne einen Bäcker gibt und ein paar Brötchen geholt. Ja, da war wieder mein Problem, dass ich mich zu leicht begeistern lasse. Ne? Ich sollte nämlich nicht da oben fahren, sondern hier unten. Aber kleiner Junge hier in der Baustelle, so viele LKWs, das ist ja faszinierend, ne? Muss man hingucken. Ja, und hier geht es jetzt weiter Richtung Papenburg. Ist aber auch schön hier. Ursprünglich gedacht hatte ich ja, dass ich gestern schon bis nach Papenburg komme und dann da auf den Campingplatz gehe. Aber das finde ich heute Morgen umso besser, dass ich das nicht gemacht habe. Sonst wären mir diese Eindrücke da ja verborgen geblieben heute Morgen an der Ems.
weil in Papenburg verlasse ich dann ja die Ems und diesen Teil auch hier, diesen Ems-Radweg, weil ich dann ja euch weiter mein Emsland zeigen möchte. Und das Emsland hört in Papenburg auf, ne? Danach beginnt aus Friesland. Und darum biege ich dann sozusagen rechts ab und fahre dann schon bald wieder Richtung Süden. Ich finde, so eine Hütte auf so einem Deich verspricht ja auch irgendwie immer eine Aussicht. Die erwarte ich jetzt zumindest. Und da bin ich mal gespannt. Die Aussicht ist auch schon klasse. Und ich nutze die Gelegenheit, hier mal eine kleine Pause zu machen. Und ich muss Kalle ja noch ein bisschen aufrüsten, damit er als Wäschetrockner auch was taugt. Ja, das ist wohl eine reine Vogelbeobachtungshütte hier, gar keine Sitzgelegenheiten. Da bin ich auch immer froh, dass ich meinen Faltsessel dabei habe. Allerdings, den habe ich ja auch schon ein paar Jahre, hat es gestern Abend einmal ratsch gemacht. Ich bin schon ganz froh, dass es der Sessel war und nicht meine Radhose. Hab mich natürlich erstmal im ersten Moment erschrocken. Aber ja, der hat es dann sozusagen jetzt geschafft nach dieser Reise. Habe ich jetzt aber auch schon 4 Jahre. Ist bis 180 Kilo belastbar, weil man mit Schwung da rein, ist halt die 30-Euro-Klasse hier. Und ich denke mir mal, den ganzen Touren, jetzt habe ich mir mal einen besseren verdient. Und dann gönne ich mir mal einen neuen, ein Markenprodukt. Könnt ihr mir was empfehlen? Ich habe noch keinen ausgesucht. Beziehungsweise, wenn der Film hier rauskommt, habe ich wahrscheinlich schon einen neuen. Ja, jetzt erstmal ein bisschen frühstücken. Ich habe mir Brötchen schmieren lassen in Rede. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Hat ja schon eine Nudelsuppe, eine von euren Geschenken heute Morgen. Mag ich ja gern was Würziges zum Frühstück und ein bisschen Kaffee. Also, guten Appetit. Hier im Emsland ist ja alles wunderbar mit dem Knotenpunktsystem ausgeschildert. Da gibt es halt auch immer diese kleinen Karten hier, wo man gucken kann. Und aktuell bin ich hier Punkt 93. Und ich radel jetzt hier weiter, komme dann wieder an die Ems und dann hier an die Seeschleuse. Das heißt, hier ist die Meierwerft. Ich werde dann hier rechts abbiegen, denn das gestrichelt hier ist die Grenze zum Landkreis Leer. Hier ist Ostfriesland. Ich bleibe ja im Emsland. Papenburg kriegt dann hier den Bogen runter. Und hier ist Automobilprüfgelände, steht das ist die Teststrecke von Mercedes. Da war ich auch noch nie richtig nah dran. Schaue ich mal, wie nah man drankommt, aber ich denke mal nicht, ne? Die wollen nicht, dass man ihre noch nicht veröffentlichten Autos filmt. Und ja, und dann geht es hier wieder runter. Ja, jetzt mache ich aus Kalle noch einen Wäschetrockner bei dem schönen sonnigen Tag hier heute wieder. Problem ist ja, wenn ich die Sachen einfach jetzt hier drauf schmeiße, wird der wohl kaum halten. Ne? Das wird ja während der Fahrt wegfliegen. Und darum, ich habe mir Paracord eingebaut. Das ist ja so eine hochbelastbare Nylonschnur, die man im Outdoor-Bereich gerne verwendet. Und da baue ich mir jetzt was ich hoffentlich auch, wenn ich Pause mache und an den Anhänger dran möchte, wieder abbekomme. So, wie war es noch mit den Knoten hier? Ich habe doch extra ein Outdoor-Knotenbuch. Meine Kinder haben mir doch zu Weihnachten geschenkt, damit ich lerne, wie man mit einer Axt umgeht. Anderes Thema. Das ist auch schon wieder ganz vergessen bei mir. Also ich habe überhaupt keine Probleme mit dem Fuß. Jetzt nur, wo ich es gerade erwähne mit dem Buch, denke ich gerade dran, aber sonst merke ich gar nichts. Glück gehabt, ne? So. Das eine, das könnt ihr jetzt nicht sehen, habe ich jetzt hier an die Schlaufe hier unten. Also hier einmal durchgezogen, festgemacht. Dann muss ich mal mitnehmen. Ne? Gibt es ja hier hinten die Einsteckmöglichkeiten für die Rücklichter. Habe ich mittlerweile übrigens auch, habe ich auch dabei. Und dann bin ich mal gespannt,
ob meine Wäschelein-Konstruktion hier was taugt. So, jetzt wird's was. Der Radreisende hat natürlich immer ein paar Wäscheklammern dabei. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Was die Konstruktion so kann. Ja, und wie aus dem Nichts taucht dann plötzlich da diese Riesenhalle auf. Das kann nur ein Zeichen dafür sein, dass ich gleich im Papenburg bin. Das dürfte die Meierwerft sein. Ja, und ich radel jetzt gerade über die Seeschleuse. Hier ist ja die Ems und hier müssen die großen Schiffe dann durch. Das letzte Mal hier war noch eins im Bau, das hier in dem Becken lag. Blende ich euch mal eben ein, das war hier meine Tagestour auf der Ferienroute. Bin ich ja komplett in einem Tag durchgeradelt, das sind knapp 190 Kilometer vor gut einem Jahr. Auch mit dem Rad hier. War auch sehr schön. Definitiv auch zu empfehlen. Aber Ferienroute geht ja durch aus Friesland. Und hier ist ja Emsland angesagt. Guck mal, hier liegt ja doch ein Teil von einem Schiff. Ich habe es nur noch nicht als solches erkannt von der Seite hier. Praktisch hier so ein Rohbauteil von einem Kreuzfahrtschiff. So, ausgemeiert. Und jetzt geht's nach Papenburg. Oder auch nicht. Normalerweise führt der Weg da hinten über die Brücke. Aber hier ist nur Umleitung. Und ja, Kalle, guck ich mal, was ich mit dir mache, mein Junge. Ne? Also wird schon werden. Ich brauche länger. Kraftakt hier. Moin. Moin. Wollt ihr hier durch? Ja, ich muss abbauen. Ich habe noch mehr Sachen da drin. Ja, dann. Oder kann man die andere Brücke jetzt wieder benutzen? Nee. Moment nicht. Leider nicht. Dankeschön. Andere Möglichkeit gibt es auch nicht. Nö. Auch nicht. Dicht gemacht. Ja, Freunde, so schnell geht das, ne? Gerade noch rübergefahren, Glück gehabt. Das ist die einzige Möglichkeit. Der nette Mann hat mir gerade erklärt, da hinten wird gepflastert, darum kann man da nicht rüber. Und jetzt ist hier erstmal Zwangspause angesagt für alle, die rüber wollen. 10 Uhr morgens, es ist schon 27 Grad und das Wasser im Gesicht ist jetzt nicht geregnet. Ich bin nicht vom Schiff nass gespritzt worden. Das war das bisschen Anstrengung gerade. Da habe ich mich schon fast dran verausgabt. Jo. Und den Weg kenne ich hier noch. Ist ja mal gerade ein Jahr her, als ich hier war. Hier geht es in die schöne Innenstadt von Papenburg.
Und jetzt sagen natürlich einige, ja siehst du hier, Fahrradanhänger total unpraktisch, auch bei solchen Sachen hier mit Stufen. Ja sicher, das ist nicht ganz praktisch. Wenn ich jetzt aber ein vollgepacktes Rad hätte, so wie sonst, hinten zwei Taschen, Packsack hinten quer drauf, vorne zwei Frontrollertaschen, hätte ich das Fahrrad dann nicht mehr hochgeschoben bekommen. Hätte die Taschen alle runterbasteln müssen, einen großen Teil. Und so Anhänger abgekuppelt, Fahrrad drauf, Hänger drauf, ja dran gekuppelt, weiter geht's. Ich finde das einfacher. Ja, liebe Leute, heute der Kilometer 28, jetzt hier die wunderschöne Innenstadt von Papenburg und auch sehr beliebt bei Radfahrern. Hier ist schon richtig was los. Wir haben es jetzt 10:30 hier auf dem Mittwochmorgen und wirklich, wie gesagt, wunderschön sieht man, glaube ich, auch in den Aufnahmen hier, wenn alles so schön blüht, die Sonne scheint. Tippitoppi. Ich finde, Papenburg ist auch so gerade touristisch eine der am schönsten für Radfahrer geeigneten Stadt, weil man hier einfach so auch durchfahren darf. Es ist jetzt keine Fußgängerzone, hier ist alles Spielstraße. Und in den meisten Innenstädten ist ja alles Fußgängerzone, da kommt man da sogar nicht durch. Muss man schieben. Ja, ich darf hier Radfahren. Das ist ein Gehweg, Radfahren erlaubt. Aber ob ich das möchte, das ist eine andere Frage. Ich glaube, die haben es richtig gemacht. Die fahren auf der anderen Seite. Ich habe natürlich wieder meinem Navi hier vertraut. Es hat gesagt, hier Straßenseite wechseln. Habe ich dann gemacht. Ja, das war Papenburg. Ja, mein T-Shirt ist mittlerweile trocken, hat ein Stündchen ungefähr gedauert. Und Kalle ist schon dabei, der nächste zu trocknen. Jetzt hier meine Radhose. Klappt ganz gut. Ich hoffe, ich verliere das gute Stück nicht. So. Jetzt mal gucken, dass ich hier heile rüberkomme. So schön, dass er ist, hier die ganze Zeit am Wasser lang zu fahren, ist doch irgendwann auch mal gut gewesen hier mit diesen Betonplatten. Aber jetzt ist es auch gut.
Das waren jetzt knapp 7 Kilometer auf diesem betonbeladenen Weg. Und irgendwann ist es auch gut gewesen, immer über diese Kanten zu ruppeln. Macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Aber das sieht doch schon besser aus jetzt hier. Gucke ich mir ja auch immer wieder gern an, hier so die kleinen Schleusen hier. Hier geht es weiter Richtung Esterwegen. Hinter den Bäumen kann man auch sehen den Yachthafen von Surwold. Wenn ich ein besseres Bild hier kriege. So. Ich bin jetzt hier bei Surwold am Küstenkanal. Was auch ganz interessant ist, die Emsländer grüßen ja immer ganz freundlich Moin. Der gesprächige Emsländer haut auch mal ein Moin Moin raus. Aber seitdem ich den Kalle hier als Wäschetrockner benutze und jetzt hier meine Radlerhose spazieren fahre zum Trocknen, haben alle irgendwie bloß noch Augen für Kalle. Grüßt mich gar keiner mehr. Ja, hier von der Brücke noch mal ein Blick auf den Küstenkanal. Aber wirklich hier auf dem Wasser nichts los, ne? Kein Schiff in Sicht. Guck mal, das sieht doch auch einladend aus hier. 100% regional, frische Eier, Kartoffeln, Nudeln. Schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an, das kleine Hoflädchen hier. Guck mal, das ist doch richtig edel hier. Richtig schön verarbeitet hier. Tippitoppi. Und das ist eine Baustelle. Und ich habe mir jetzt gerade schon was besorgt hier, was Kühles. Ich kriege jetzt erstmal lecker Eistee. Ist auch 33 Grad. Da habe ich mir wohl verdient. Ja, der kleine Hofladen hier befindet sich direkt an meiner Strecke hier am Ortsausgang. Esterwegen, falls ihr auch mal mit dem Rad hier unterwegs seid. Tippitoppi. Und ich fahre jetzt weiter die Richtung. Ja, liebe Leute, das hier gehört auch zum Emsland. Ich fahre jetzt hier zur Gedenkstätte Esterwegen. Und das war hier zu Zeiten des Nationalsozialismus ein Konzentrationslager. Das ist nochmal ganz gut erklärt, dass es von 1933 bis 1945 halt 15 Lager im Emsland gab und dies hier in Esterwegen erst ein Konzentrationslager und später dann ein Strafgefangenenlager war. Hier auf dem Gelände gibt es auch ein kleines Kloster, hier Kloster Esterwegen. Und wo damals die Gefangenenbaracken standen, hat man jetzt halt die Bäume so angepflanzt. Für mich auch immer wieder bedrückend, an solchen Orten zu sein, auch wenn ich jetzt gar nicht großartig in der Ausstellung war. Aber ich finde, das gehört halt dazu, ist auch ein Teil Emsland. Und darum ist es auch wichtig, dass man die Geschichte in Erinnerung behält. So sehe ich das. Und ich denke, ihr auch. Ja, und direkt hinter Esterwegen gibt es den Erika-See mit Jugendzeltplatz und Grillplätzen. Ich suche jetzt noch keinen Campingplatz, aber darf man mit über 50 eigentlich auch auf dem Jugendzeltplatz zelten? Oder sollte man das lieber nicht machen, wenn man nachts schlafen möchte.
Ne? Kann ja verschiedene Qualitäten haben, das Thema. So, ich dachte gerade schon hier Ende im Gelände. Ich muss natürlich auf dem Radweg fahren. Ne? So, Kalle, mach dich mal schmal. Auch schön hier, ne? Richtig idyllisch. Hier so im Schatten zu radeln ist echt herrlich. Das hat was. 33 Grad, kein Schatten. Und wie man sieht, es wird kaum Lüftchen. Ganz was Charmantes. Und wer meint, das Emsland ist nur flach, guck mal da hinten, das ist ja schon fast eine Anhöhe, der Helkensberg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch das da ist, aber eindeutig nicht flach. Und ich fahre jetzt hier Richtung Börger. Ich komme jetzt hier nach Breddenberg. Hier wohnt offensichtlich ein Mühlenfreund. Ein Wagyumat. Das klingt doch irgendwie essbar, oder? Guckt euch das an hier. Bestes Rindfleisch. 78 Euro. Oh, das Ding. Jo. Aber auch das finde ich die Bitoppi. Ich würde es mir nicht kaufen, ne, für 78 Euro hier mal aus dem Automaten. Aber scheint anscheinend ja scheint der Kundenschaft dafür zu geben, sonst wäre es ja nicht da drin. Ne? Kilometer 77. Willkommen in Börger. Dann geht es richtig rauf. Ist schon den Motor zu schalten. Geschmäcker sind ja verschieden und jeder gestaltet seinen Vorgarten halt so, wie er mag. Aber sowas habe ich auch selten gesehen im Vorgarten. Aber hat was. Guck mal, auch hier im Börger gibt es eine schöne alte Kirche. Jetzt haben wir schon mal so ein paar kleine Anhöhen hier im Emsland in der Gegend, da werden die weggebaggert. Was soll ich denn davon halten? Kommen jetzt zur Sehenswürdigkeit hier bei Werpelow. Hier gibt es in der Gegend mehrere Großsteingräber und hier halt auch. Schauen wir uns mal an. Da mute ich dem Kalle aber ordentlich was zu hier heute durch den Wald, jetzt hier einen halben Kilometer reingefahren. Und hier dieses Großsteingrab. Und ich habe mich gerade schon so ein bisschen dazu belesen, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das untere hier sind halt, also das sind die Grabkammern. Das hier sind die Tragsteine, wo da mein Schuh jetzt drauf ist. Und hier oben drauf sind die Decksteine. Ne? Und mehrere Decksteine sind halt schon von den Tragsteinen runter in die Kammer abgesunken. Und das Ganze ist aus der Jungsteinzeit, 3000 bis 3500 vor Christus. Oder sagt man es andersrum dann, ne? 3500 bis 3000 vor Christus. Also schon ganz schön lange hier im Wald. Und da fragt man sich doch, wie haben die Steine dahin gekriegt, darauf gekriegt?
Für mich jetzt jedenfalls schön schattig hier im Wald. Und da bleibe ich doch mal ein Momentchen hier sitzen und genieße die Ruhe und dass es nicht ganz so heiß ist. Der Kalle muss schon was mitmachen mit mir hier. Nach knapp 90 Kilometern heute und ja dann gut 330 Kilometern insgesamt, willkommen in Sögel. Und hier in Sögel gibt es eine ganz besondere Sehenswürdigkeit. Kenne ich noch aus jungen Jahren, denn da mussten wir als Schüler alle mal hin. Und im Hintergrund könnt ihr schon sehen, hier die Sehenswürdigkeit, das Schloss Clemenswerth. Hier wurde irgendwas vorbereitet, so wie es aussieht. Lampignonketten. Muss man eben gucken, die Leute gucken schon so ein bisschen auffällig. Ich glaube, man darf hier gar nicht mit dem Fahrrad fahren. Mal schnell wieder vom Acker machen. Aber es darf natürlich bei einer vollständigen oder möglichst vollständigen Rundfahrt durchs Emsland nicht fehlen hier. Ne? Das ist ein altes Jagdschloss. Ich sage auch gleich auch von wem. Das Jagdschloss wurde um 1740 rum vom Kurfürsten Clemens August, Kurfürst zu Bayern, hier errichtet im Emsland. Damals hieß das ja wahrscheinlich auch noch nicht Emsland. Immer irgendwas mit Preußen. Ja, jedenfalls ein altes Jagdschloss und wir durften hier, ich glaube im 5. oder 6. Schuljahr, das ist Schulgemeinschaftstage unserer Schule, sind hier alle Klassen immer mal hingefahren. Darum kannten wir dann alle die Anlage hier in Clemenswerth und haben aber nicht in dem Schloss da vorne gewohnt, sondern in dem Marstall. Da war zu damaliger Zeit, also mir war 5. oder 6. Schuljahr. Ja, wann war das denn? So um 1980 rum war das hier eine Jugendbildungsstätte. Ich weiß nicht, was es heutzutage ist. Ich habe kein Schild gesehen. Aber immer noch hübsch. Zum Schloss gehört eigentlich auch eine Parkanlage, aber Radfahren ist da drin ja verboten. Und draußen stehen lassen wollte ich es auch nicht. Und durchschieben. Ich bin auch irgendwie gar, muss ich ehrlich gestehen. Wir haben es jetzt gleich, zwar erst 16 Uhr, ich glaube 90 Kilometer jetzt hier heute geradelt, bei gut 30 Grad. Das schlaucht doch ganz schön. Ich habe zum 5. Mal die Trinkflasche gerade nachgefüllt. Zum Glück gestern genügend eingekauft. Aber ich mache mich jetzt mal so langsam nach Haselünne, Richtung Haselünne und suche mir da in der Gegend einen Campingplatz. Kilometer jetzt heute und was ja für euch genauso wie für mich auch interessant ist, ich habe jetzt noch eine Restreichweite im Eco-Modus von 58 Kilometern und Tour von 37, heißt, das macht dem Rad gar nicht so viel aus, den Paco zu ziehen, denn weil das, was es da ausrechnet, das stimmt auch, wenn es mir morgens die 140, 150 Kilometer anzeigt an Reichweite, 150 habe ich über, kommt ziemlich genau hin. Und das ist das, was man so erwarten kann, ne, von so einem Rad. Ohne Anhänger erwarte ich da auch nicht großartig mehr. Von daher bin ich da gut mit zufrieden. Also das Anhängerziehen ist jetzt nicht die Energieverschwendung schlechthin hier. Für mich jetzt hier heute die letzte Sehenswürdigkeit. Die Hüvener Mühle zwischen Läden und Sögel. Eine ganz schöne Anlage auch hier, ne? Guck mal, da ein bisschen so Pausenhütte hier auch noch mal. Offensichtlich auch ganz gut besucht, nur nicht am letzten Ferientag hier. Ist ja auch Mittwoch.
Jetzt habe ich die Mühle wenigstens mal ganz im Bild von hier hinten aus den Büschen rausgefilmt. Allerdings ist der Baum davor. Aber macht ja nichts, ne? Ist ja Natur. Die Richtung Campingplatz wäre ich noch richtig flott hier. Ich war schon über der Unterstützungsgrenze. Jetzt sind wir da. Jetzt war es wieder schneller. Kilometer 15, herzlich willkommen hier in Haselünne. Bevor es jetzt auf den Campingplatz geht, muss ich meinen Proviant noch auffüllen. Aber ich habe schon einen Supermarkt ins Auge gefasst und da wird der Kalle gleich erstmal vollgepackt. Ja, ich bin jetzt hier was haben wir es genau, 18 Uhr auf dem Campingplatz in Haselünne angekommen. Noch richtig Gas gegeben, damit ich das hier bis 18 Uhr schaffe. Die meisten Campingplätze, die Rezeption schließen ja um 18 Uhr. Die hier nicht, die war schon um 17 Uhr zu. Hätte mich gar nicht bei allem brauchen. War meine Telefonnummer, habe ich angerufen, war ganz nett. Hat mir alles erklärt, bezahlen mache ich dann morgen früh. Und hier werde ich jetzt irgendwo mein Zelt aufschlagen, weil da vorne im Toilettencontainer habe ich den Akku schon angeschlossen vom Fahrrad. Weil hier gibt es ja am Platz gibt's auch Strom. Aber das sind ja hier CE-Stecker. Habe ich natürlich nicht mit, habe ich zu Hause. Ich habe meinen Typ-2-Stecker mit, da komme ich auf dem Campingplatz nicht so weit. Tja, du ist das. Aber jetzt habe ich ja Zeit genug und kann hier das Zelt aufbauen. Und da vorne gibt es auch noch einen See. Gucken wir uns dann gleich mal an. Heute Morgen war das ja so extrem nebelig und auch dementsprechend auch noch feucht. Und darum ist das Zelt, die Zelthaut praktisch, die Außenseite hier in die Tüte gekommen. In die Plastiktüte, weil sie ist jetzt immer noch pitschnass. Ich bin ja froh, dass die Sonne noch scheint, dass ich die dann auch trocken kriege. Sonst gibt das immer ein ganz spezielles Klima im Zelt. Und es ist wirklich noch hier richtig patsche nass. Das ganze Gewicht habe ich ja rumgefahren heute hier. Hier in der Sonne glänzt es noch richtig. Und ich hoffe, dass es jetzt noch trocknet. Es ist noch 2 Stunden hell. Die Sonne scheint ja direkt hier drauf. Sonst habe ich gleich ein bisschen Tropenklima. Ja, gibt es natürlich das Zeltaufbaubierchen. Gestern war es ja Krombacher, darum heute das andere aus dem Sauerland. Das Weltinsradler. Ah, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mir ein extra Zeltaufbaubierchen besorgt. Schnitt. Heute gibt es dann als Zeltaufbaubierchen mal was Besonderes. Das Perlenbacher Lagerbier hell. Prost. Ich habe euch ja neulich schon mal eine neue Luftmatratze hier vorgestellt, die Thermarest Trail Pro. Bin ich auch super zufrieden mit. Ist natürlich nicht so ganz kostengünstig, so ein Ding. Und es gibt natürlich einen Original-Pumpsack dazu. Der sollte 60 Euro kosten, also nur das Ding zum Aufpusten. Und ich habe ja noch einen Pumpsack von meiner alten Luftmatratze von der C2 Summit. Und für sowas hier, so ein Plastiksack mit einem passenden Anschluss, 60 Euro, fand ich doch ein bisschen drüber. Darum habe ich mir zu Hause mit einem 3D-Drucker einfach so einen Plastikadapter gedruckt. Und der passt hier genau rein. Natürlich nur nicht, wenn man es vorfüllen will. Ne? Natürlich passt er da rein, mache ich sonst ja auch. Und so habe ich 60 Euro gespart. Ja, der Campingplatz hier in Haselünne ist gar nicht mal so klein, habe ich festgestellt. Ich durfte nämlich gerade, was ich, einen Kilometer bis zum Duschhäuschen laufen. Aber hier, guck mal, da hinten Badestrand, hier der See. Und man kann hier auch direkt am See campen. Ich habe trotzdem mein Zelt da hinten aufgeschlagen. Mein Lager. Ich kann auch jetzt sagen, warum. Ich habe gerade schon erzählt, ich habe mein Akku da im Toilettenhäuschen angestöpselt und die Tür auch extra aufgelassen. Das ist die linke jetzt von hier aus, damit ich den sehen kann, damit ich ein bisschen näher dran bin. Und ich finde ja auch immer, dass so ein See ist ja irgendwie auch so eine Mückenaufzugsstation. Ne? Das heißt, immer so ein Gewässer auch noch immer mehr Viecherei ist, als wenn man weiter im Landesinneren sein Zelt aufschlägt. Das ist aber so eine Vermutung.
Die Gegenprobe habe ich irgendwie noch gar nicht gemacht. Ja, auch heute Abend gibt es wieder lecker Nudelgericht, so wie gestern auch. Ist einfach zubereitet. Da muss ich wenig abwaschen. Und Nudeln sind ja immer wichtig, wenn man so eine lange Tour fährt. Kohlenhydrate. Ja, apropos lange Tour, es waren jetzt heute 112 Kilometer, glaube ich. 9 Stunden Fahrzeit. Und zu den Nudeln natürlich ein stilvoll aus der Tippitoppi-Tasse. Einen schönen leckeren Rotwein. Zum Wohl. Bei dem Wetter aber auch nur eine halbe Tippitoppi-Tasse Rotwein. Sonst komme ich ja morgen gar nicht los hier. Ja, ich habe gerade mal versucht nachzurechnen. Das waren, glaube ich, 6 Sehenswürdigkeiten für mich heute. Fing ja schon gut an mit dem Nebel über der Ems. Wirklich wunderschön. Mit dem Sonnenaufgang dann und dann ganz allein, dass man so eine richtige Ruhe hat. Dann so Meierwerft. Gerade noch Glück gehabt, dass der gute Mann da gewartet hat. Da habe ich da gesehen, dass ich da rumgetont habe mit dem Anhänger. Bin ein bisschen mit dem unterhalten. Haben halt erklärt, wieso, weshalb, warum das gerade so ist. Und dann wurde die Schleuse ja aufgemacht. Und die andere Radgruppe, die mir gerade entgegenkam, die mussten dann halt warten. Ist dann so, ne? Papenburg, auch bei dem Wetter natürlich, wunderschöne Innenstadt. Richtig schön fertig gemacht damit, mit diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Der Jakob hat mich schon niederländisch geprägt hier mit Sloot und Kanal und Kracht und so. Also mit dem, ich sag mal Kanal jetzt, wo die Schiffe dann da in der Innenstadt stehen, die alten Segelschiffe. Das ist wirklich wunderschön. Ich glaube, da fahre ich auch mal nochmal ein Wochenende mit meiner Liebsten hin, Papenburg, und der Umgebung ein bisschen Radfahren. Da kann man bestimmt mal gut machen, wunderschön. Ich sage dauernd wunderschön, aber es ist wirklich wunderschön hier. Und dann ja rausgefahren in der Ecke vom Emsland, die bei YouTube halt dann nicht so präsent ist. Der Weg dahin nach Esterwegen, das waren schon ein gutes Stück da über diese Betonroppelplatten. Das ist nicht schön gewesen, wirklich nicht. Gerade auch mit dem Anhänger immer dudung, dudung. Und irgendwann reicht das dann auch mal. Und dann ja ehemaliges Konzentrationslager, Strafgefangenenlager Esterwegen, gehört auch zur deutschen Geschichte und auch zur emsländischen Geschichte. Darum habe ich euch das auch gezeigt. Dann die Großsteingräber bei Werpelow. Da sind noch mehrere in der Gegend, aber das eine haben wir dann zusammen besucht. Mit Kalle durch den Wald. Dann, was gab es denn da noch? Die Hüvener Mühle. War ich ganz überrascht, dass da so wenig los ist. Allgemein finde ich das. Es ist so der letzte Ferientag, das letzte Ferientage in Niedersachsen. Aber die scheinen sich alle schon sehr auf die Schule vorzubereiten. Auch hier Campingplatz Badesee, auch kommt was los. Und dann war ich jetzt Hüvener Mühle, dann noch im Schloss Clemenswerth. Das hatte ich jetzt so ein bisschen prunkvoller, mehr hätte ich was gesagt, mir vorgestellt. Also ist ja prunkvoll, das alte Jagdschloss. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Actioncam so rübergekommen ist. Aber ich dachte noch so, richtig schöne Blumenbeete. Ja gut, hinten im Park vielleicht. Ne? Vielleicht war ich einfach nur zu faul, das Rad da reinzuschieben. Aber das war in der Mittagszeit um gut 33 Grad. Heute Mittag und gestern ja auch schon. Und das zehrt dann schon ein bisschen. Und ich will natürlich nichts vorenthalten. Ich möchte ja gute Reklame machen für meine Heimat hier, fürs Emsland. Aber das war mir dann zu viel, das Rad noch hinten durchzuschieben. Und fahren durfte man nicht. Die haben alle schon ganz böse geguckt, als ich da reingeradelt bin. Ja, jedenfalls ins Jagdschloss Clemenswerth. Bestimmt von innen mit Besichtigung auch sehenswert. War ich ewig nicht mehr drin, habe ich ja gesagt. Letztes Mal so Schulzeiten, als wir da 5. Klasse war das, glaube ich, 1980 oder so Schulgemeinschaftstage hatten. Ist ja auch schon 2 Jahre her, 1980 bei mir in New York. Und dann halt rausgeradelt hier zum Campingplatz Haselünne. Der war ja schon geschlossen, die Rezeption, aber ganz nett, der Mann am Telefon. Kannst du machen, was du willst, alles im Preis inbegriffen und morgen früh kommst du bezahlen. Ne, Akkuladen habe ich gefragt, ja, machst du auch fertig. Wunderbar. Ja, ich esse jetzt noch weiter meine Nudeln hier, verabschiede mich dann für heute von euch und freue mich auf morgen, auf Tag 4. Und dann ist das Emsland für mich schon wieder zu Ende. Dann geht es wieder zurück ins Münsterland. In dem Sinne, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.